Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Es geht heute um einen schönen Strauß mit, naja, wer hat's erraten? Hortensien! Und die sind so schön, guckt mal, der Vergleich zu meinem Gesicht. Da ist die Hortensie fast breiter als mein Gesicht. Ja, es gibt schon echt wunderschöne Sorten. Aber für den Strauß und um mehr darüber zu erfahren, müsst ihr einfach dranbleiben, weil nach der Intro geht's los und da zeige ich euch mal ein richtig, richtig schönes Sommersträußchen. Bleibt dran! So, für das heutige Video bin ich mal wieder in der Natur unterwegs und es gibt ja im Leben so mehrere Dinge, die man liebt. Also natürlich liebe ich meinen Mann, ich liebe meine Freunde, ich liebe die Natur und eine weitere große Liebe in meinem Leben ist tatsächlich mein Fahrrad, das mich so wunderbar zu ganz vielen Dingen transportiert. Und ich unterstütze heute mal die städtischen Gärtner, weil hier wachsen ganz viele Brombeeren. Und die wachsen total in den Weg rein und die armen Fahrradfahrer, die werden alle gepiesackt, weil diese Ranken hier so reinkommen und da sind so schöne Beeren dran. Und dann habe ich gedacht, sorry meine Hand, und dann habe ich gedacht, ich schneide einfach mal so ein paar schöne Brombeeren ab und die sind jetzt noch total unreif. Und bevor die jetzt hier die Fahrradfahrer, ja so, bevor die sich die Dornen reinspießen, nehme ich doch diese tollen Ranken mal weg. Und nehmen die, nicht die Ranken, aber die Beeren. Hier sieht man auch jetzt ja, wie das alles hier so rein wuchert. Und nehmen die mal so richtig toll als Deko für die Blumensträuße. Und das ist jetzt eine perfekte Zeit dazu. Und es geht ratzi, fatzi. Und schon werden die Brombeeren wieder reif und rot. Und dann kann man sie nämlich nicht mehr verwenden. Und deswegen wollte ich heute eigentlich mal einen richtig schönen, traumhaften Beerenstrauß machen. Und hinter mir seht ihr auch, die Felder sind schon wieder gelb. Ich habe schon wieder Strohballen gesehen, die großen Rollen. Die Felder werden, ruckzuck werden sie gemäht und der Sommer schreitet voran. Wahnsinn. Also man muss sich echt beeilen, um diese Zeitfenster zu nutzen, wo es die Köstlichkeiten der Natur gibt. Und eine davon, das sind heute diese wunderschönen kleinen grünen Brombeeren, ja, die so richtig schön unreif sind. Also, wir gehen mal schnippeln und dann gehen wir im Anschluss in den Laden. Kommt mal mit. So, das sieht halt hier immer von Weitem aus, als ob das hier nur Unkraut wäre. Und tatsächlich gibt es hier dann die schönsten kleinen Beeren. Ja, und es lohnt sich, ein paar richtig schöne, robuste Handschuhe mitzunehmen, weil die sind echt biestig und ich werde die jetzt auch ganz vorsichtig mit spitzen Fingern abschneiden. Solche, zum Beispiel, wenn die ein bisschen dunkler ist, die Beere, die schneide ich raus, weil ich möchte eigentlich nur wirklich diese hellgrünen haben. Und die werde ich auch schön abdornen, so wie wir eine Rose abdornen, dass man die schön anfassen kann zum Strauß binden, weil ansonsten ouch das wirklich, weil guckt mal, was die alles an Dornen dran hat. Das ist echt krass, oder? Wahnsinn. Das will ich nicht an meinen Fingern haben zum Strauß binden. Aber ist ja kein Problem, weil entweder die kann ich so seitlich so wegdrücken, die Dornen, oder ich putze sie einfach mit dem Messerchen weg. Und dann lohnt sich's wieder, die guten Floristenmesser zu haben, weil das gibt dann eine wunderschöne, traumhafte, ja, Sommernote in den Sträußen. So, ich bin ja immer gerne, so gern in der Natur unterwegs. Und es gibt ja nicht nur tolle Hortensien. Die Hortensien, da haben wir übrigens schon so ein Geheimnis hier im Laden. Ich lasse die sehr, sehr gern an der Pflanze. Und wenn die Kunden gern Strauß mit Hortensien wollen, dann erst gehe ich her und schneide diese Hortensie ganz frisch von der Pflanze ab.
und dann erst kommt die in den Strauß, weil wer kennt es nicht von euch, dieses Phänomen? Die Hortensien sind ein Traum, sind wunderschön. Und wenn man dann irgendwann mal, ja, entweder sie haben zu wenig Wasser oder man schneidet sie nicht schräg genug an und sie fallen einfach zusammen und diese wunderschöne Pracht ist dann über Nacht hinüber. Das ist eigentlich echt ein Jammer. Ja, aber gut, es ist halt leider Natur und Natur ist, ist auch vergänglich. Das ist auch okay so, weil das macht wahrscheinlich auch die Schönheit aus, dass man es eben nicht ewig hat. Es ist vergängliche Schönheit, ganz klar. Aber es gibt auch eine sehr schöne Alternative zu Hortensien. Und zwar, da hole ich euch gleich noch mal kurz was aus dem Laden und zeige euch das. Weil da habe ich ein ganz tolles Video gemacht. Ich habe eine Hortensie im Olivenring gebunden. Genau. Aber da gibt es auch eine ganz tolle Alternative. Und zwar, wenn man was haben möchte, was länger hält, dann nimmt man einfach Nelken. Und viele sagen immer, oh, Nelken, weiß nicht. Ja, aber ich habe jetzt hier an den Stielen, lassen sich Blumen immer schneller zählen. Ich habe hier 2, 4, 6, 8, 10, 11 Nelken. Ja, sagen wir mal 10 Nelken. So, und wenn man sagt, oh, ich hätte gern die Hortensienoptik, aber ich möchte gern was, was länger hält, dann geht man einfach her, kauft sich 10 Nelken und setzt die hier so Kopf an Kopf. Ja, ich mache das mal kurz so auf die Schnelle, weil dann hat man so eine richtig tolle Kugel. Und ja, also wir nehmen das sehr, sehr gern hier im Laden als Pfingstrosenersatz, weil jeder hätte ja gern Pfingstrosen, vor allem für Hochzeiten. Aber die Pfingstrosen gibt es ja nicht das ganze Jahr. Das ist jetzt hier ein ganz toller Ersatz, weil wenn man hier guckt, das ist jetzt zwar nicht die gleiche Farbe, aber also es ist schon richtig schön. Und eine Nelke, die hält eigentlich, wenn die frisch ist, 2 Wochen, manchmal 3. Also die halten richtig lang. Und wenn ihr die kauft, dann achtet drauf, dann kann man hier unter dem Kopf mal so fühlen. Und wenn die so richtig schön fest sind unter dem Kopf, ja, noch so knackig, dann sind die auch richtig frisch. Aber nicht, dass ihr beim Floristen jetzt alle Nelken befingert und die Floristen, die killen mich dann. Wir werden tatsächlich auch dann bedient, aber wir bedienen die Kunden und die nehmen sich nicht selber die Blumen aus der Vase. Aber das war's Idee und den Link zu diesem Video, den mache ich euch nochmal oben rein. Denn das solltet ihr nochmal angucken, weil das war einfach eine richtig schöne Idee. Und für alle, die diese Optik mögen und kommen ja so oft hier in den Laden und sagen, ja, ich mag eigentlich keine Nelken, aber die sie da haben, die sind schön. Ach, so sieht es aber toll aus. Ja, und dann ist immer mein Spruch dazu. Eigentlich gibt es wenig Blumen, die ich wirklich nicht mag, aber es ist immer die Art des Bindens und wie die Blume interpretiert wird. Ich habe jetzt hier mal einen Efeu-Ring geschlungen, ja, so auf die Schnelle, einfach so zusammengewunden und nehme Draht, also die grünen bekommt ihr von Floristik24, das ist grün lackierter, es ist wichtig, dass der nicht so schnell rostet, grün lackierter Draht, Steckdraht und nehme den Draht und drahte ihn fest um diesen Ring. Das mache ich an 3 bis 4 Stellen, ich mache es meistens an 3 und mache damit fixiere den Ring. So, ich nehme den Draht, klappe den um, mache den auch fest, drahte den fest am Ring zusammen, ja, so dass der eben nicht so rumeiert, sondern hier schön fest ist, ja, und mache das noch an der dritten Stelle, also 1, 2, 3, ja, und damit mit diesem Draht, und wenn ich den jetzt entsprechend verzwirbele in der Mitte, habe ich jetzt einen Efeu-Ring, den ich sehr schön in den Strauß legen kann. Also ich persönlich lege den jetzt immer auf den Tisch in die Mitte, klapp die Drähte, sieht man das auch, klapp die Drähte, so ich zeige das mal, klapp die Drähte so alle zur Mitte und dann, wenn ich die alle so in die Mitte, also wichtig ist die Mitte, weil das ist ja dann auch meine Bindestelle, und dann gehe ich her und drehe, ja, verzwirble die Drähte miteinander und habe dann hier eine Mitte
und habe quasi einen Griff für diesen Efeu-Ring. Ja, so, und dann kann ich den hier wunderbar halten. Das ist jetzt also schon mal eine sehr schöne Straußbasis. Und wer von euch noch nicht so viele Sträuße gebunden hat, für den ist es also so ein Ring, ja, so ein Efeu-Ring, lässt sich auch aus Mühlenbeckia sehr gut machen. Dieses Rebmaterial ist natürlich eine sehr, sehr schöne Basis. Dann kann ich, um mir das Leben ganz leicht zu machen, kann ich diesen Efeu-Ring zuerst mit Grün füllen. Ja, ich nehme jetzt hier ein bisschen Efeu. Dann hole ich mir hier von diesem schönen Pitus Forum Nigra. Das gibt es tatsächlich nur beim Floristen. Das wächst leider auch nicht draußen. Es ist ein Träumchen, ist wunderschön. Aber das wächst nicht in unserem Garten. Ich kann euch nicht sagen, wo das herkommt. Ich werde manche fragen mich sowas. Aber ich kann leider auch nicht alles beantworten. Tut mir leid. Ja, mein Plan ist mit Rosen, Hortensie, grüne Bartnelken, Brombeeren, gern auch eine Kala. Ja, Kala, die kann ich mal ein bisschen hier mit ins Video rücken. Und die Brombeeren, die sind hier. Ja, die zeige ich euch gleich nochmal in die Kamera. Hallo. Hallo. Kundin hat eine Nelke gekauft. Mhm. Nelken. So, und sie ist glücklich. Das ist super. Und ich gehe jetzt her und nehme Grün. Also ich habe hier schon so verschiedenes Grün, das ich schön geschnitten hat, und fülle mit Grün diesen Ring. Ganz wichtig ist, man denkt oft, wenn man das erste Mal macht, man müsste jetzt so hoch das Grün füllen. Ja. Aber nein, schön flach bleiben, weil wichtig daran ist, ich möchte ja gern die Blüten sehen, und das Grün ist tatsächlich nur eine Stütze, und da ja ist quasi der Halt für die Blüten. Deswegen muss ich auf jeden Fall dieses Grün ja kurz machen, ja, den Ring ganz kurz mit dem Grün füllen und auch hier schon an die Spirale denken. Ja, Spirale, alle Stiele in diese Richtung, also nicht kreuz und quer. Weil wenn ich jetzt diese Stiele von dem Efeu und so, wenn ich die jetzt kreuz und quer da reinmachen würde, dann würde ich die Blütenstiele nicht mehr dazu bekommen. Ganz wichtig. Ja, und mein Plan ist, ich möchte natürlich eine von diesen wunderschönen Hortensien, die möchte ich gern auf jeden Fall in meinen Strauß reinmachen. Und da suche ich mir jetzt schon mal einen Premiumplatz. Und wenn ich die da reinmache, dann ist eigentlich schon mein halber Ring ist eigentlich schon voll. Ja, Wahnsinn. Das macht echt viel aus und es füllt natürlich ganz, ganz toll. War mein Plan, ich wollte gerne diese schönen Rosen. Ja, die haben hier so einen zartrosa Rand, und die Mitte, die ist eigentlich wieder passend zu den Hortensien. Und dann fand ich, ist das ein sehr schöner Übergang. Und da mache ich mal Rosen rein. Und dann war ich, wie ihr ja gesehen habt, vorhin, ich war unterwegs und habe Brombeeren gesammelt. Und Brombeeren sind natürlich ein Traum. Hallo, Tag. Guten Tag. So, also ich bin heute Nachmittag alleine und jetzt kam irgendwie ein Kunde nach dem anderen. Ich habe meinen Strauß dann doch, nachdem die dritte da war, habe ich meinen Strauß mal schnell zwischengebunden. Und eigentlich wollte ich den ja im Video gleich an einem Zug fertig machen, aber naja, wenn ich das während dem Ladengeschäft mache, dann ist das halt auch so, dass auch Kunden dazwischen kommen können. So, ich habe jetzt hier meinen kleinen, runden, kugeligen Strauß und habe hier meine Rosen, habe die Hortensie, und was auch mein Plan war, ist, dass ich auch Brombeeren mit reinbinde. Und Brombeeren, hier sieht man also die Früchte, das ist eigentlich so das Thema,
das ich unbedingt euch zeigen wollte, weil die sind ja, also ich habe die mühsamst abgedornt. Das hat mich bestimmt eine halbe Stunde gekostet. Aber wenn man diese tollen Früchte und wenn man die Stiele so schön ohne Dornen hat, ist das natürlich ein Träumchen. Und es ist mir doch tatsächlich die Arbeit wert. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen verrückt, weil mein Mann hat dann immer gedacht, ich würde kochen. Und dann hat er gesagt, schneidest du jetzt immer noch die Brombeeren an? Da habe ich gesagt, ja, ich schneide immer noch die Brombeeren an, aber ich brauche unbedingt diese schönen Brombeeren für mein Video. Und ja, das war einfach wichtig. Und deswegen habe ich die dann doch dem Kochen vorgezogen. Mein Mann musste ein bisschen warten. Manchmal ist das halt so im Leben. Und er hat sich damit abgefunden, weil, ja, aber dieses Geschnipple, das klang dann so ein bisschen, wie wenn ich Gemüse schneide. Aber ich habe gesagt, nein, es ist kein Gemüse, es tut mir leid. Ja, und dann habe ich noch gedacht, diese Rosen sind sehr, sehr schön. Und was natürlich auch ganz toll ist, sind die grünen Bartnelken, diese Puschels. Ja, viele erkennen die gar nicht als Nelken, aber die sind natürlich auch wunderschön. Und ich komme nicht umhin, einfach nochmal zwei von diesen Bartnelken hier auch reinzubinden in den Strauß, weil die einfach ja, sensationell sind. Und ich finde tatsächlich, so viel mehr braucht der Strauß nicht. Ich könnte jetzt noch ein schönes Gras nehmen. Also hier ein sogenanntes Muschigras, ein Panicum Fontaine. Ja, und diese nette kleine Fontäne, das würde ich jetzt hier so raus oben im Strauß ein bisschen rauslaufen lassen. Ja, und dann ist eigentlich dieser total natürliche Strauß ist eigentlich auch schon wirklich gut genug bestückt mit Blüten, mit Beeren. Und das ist jetzt wirklich so ein sommerlicher, natürlicher Strauß. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich kann mal zwischendurch die Stiele abschneiden. Das macht es immer ein bisschen einfacher, wenn man einen Strauß in der Hand hat, die Stiele abschneiden und dann lässt sich es auch leichter binden und dann hat man auch nicht so viele Stiele, die einen hier stören. Ja, ich habe Weinlaub, schönes Weinlaub habe ich im Garten geschnitten. Und damit, ich sage immer, die Technik, guck mal da unten, das sieht ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, wenn ich das nicht abdecke. Und deswegen tendiere ich immer dazu, ich decke immer sehr gern die Sträuße ab. Und ich gucke auch immer bei Sträußen von der Konkurrenz, gucke ich total gern von unten erstmal, wie die aussehen. Das heißt, ich gucke eigentlich schneller oder eher mal von unten tatsächlich als von oben, aufgrund meiner Neugier. So, jetzt habe ich das schön abgedeckt und auch das Weinlaub, Moment, so, ja, auch das Weinlaub muss gestützt werden, weil es ist tatsächlich zu weich, dass es hält. Und damit es so in der Form bleibt, nehme ich entweder Kirschlorbeer oder Salal. Ja, Salalblätter kann man auch nehmen, benutzen wir in der Floristik sehr oft. Und mit diesem Salal stütze ich meinen Weinlaub. Und wenn der Kunde diesen Strauß dann zu Hause stehen hat, dann ist er eben auch noch nach ein paar Tagen so formschön. Und diese Salalblätter bewirken, dass das Weinlaub nicht nach unten fällt, ja, weil das eben, es kann sein, dass es tatsächlich seine Kraft, ja, seine Kraft verliert nach ein paar Tagen und das bewirkt, dass dieses Weinlaub oder dass sich die Form von dem Strauß einfach noch schön bleiben, auch nach ein paar Tagen. Ja, so, und jetzt habe ich hier meinen Sommerstrauß. Der hat natürlich im Moment so viel Konkurrenz von meiner bombastischen Hortensie. Die mache ich jetzt einfach mal weg und zeige euch den. Und den würde ich jetzt hier schön in der Spirale gebunden. Der wird jetzt angeschnitten. Anschneiden heißt, ich schneide mit meiner Gartenschere von Floristik 24, alles auf eine Länge. So, und dann nehme ich ein scharfes Floristenmesser und schneide die Stiele. Insbesondere die Rosen, die Hortensie ist ganz, ganz, ganz wichtig. Schneide alle mit einem schrägen Anschnitt an
Und dann, ich sage das auch den Kunden immer dazu, bitte immer viel Wasser in die Vase machen. Das ist ganz wichtig für die Haltbarkeit. Die Blumen wollen einen guten Wasserstand. Und dann wird der Strauß jetzt fest abgebunden und kommt in die Vase. Und dann können sich die Kunden erfreuen, die hier morgen kommen, weil so langsam ist jetzt hier Ladenschluss. Es ist jetzt später geworden, als ich dachte. Dadurch, dass ich so viel Kundschaft zwischendurch hatte, aber mein Plan war heute, diesen Strauß mit Brombeeren, ja, Hortensie mit Brombeeren, diesen wunderschönen malerischen Sommertraum, den musste ich euch heute zeigen. Das war mein Plan. Und da ist mir ehrlich gesagt die Uhrzeit jetzt auch egal. Dafür mache ich auch mal eine Überstunde. Und das musste ich euch zeigen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Sommerwochenende. Genießt es und unternehmt was Schönes, geht raus oder sammelt schöne Brombeeren, um auch so einen schönen Strauß zu binden. Also dann in diesem Sinne, alles Liebe und alles Gute. Und ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Vergesst nicht zu abonnieren. Freue mich auf die Kommentare. Freue mich über alles. Macht's gut. Tschüss.